Hey Leute, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Folge hier in Star Wars Battlefront 2015. Und ich habe es endlich mal geschafft, zur 15. Let's Play Folge ein DLC-Match zu finden. Leider nicht Outer Rim, aber dafür Todesstern. Und ich will mich da überhaupt nicht beschweren. Ich bin froh, dass ich das gefunden habe. Und jetzt spielen wir erstmal hier in der ersten Phase. Das ist jetzt schon so ein bisschen so wie galaktischer Angriff auf den zweiten Teil. Wir haben jetzt hier verschiedene Phasen. Und ich habe leider keine Ahnung mehr. Ah, so geht das. Man kann sich ja auch gar nicht hier drehen. Das ist so verwirrend. Ich weiß auch gerade gar nicht, wo ich hier überhaupt bin. Hier haben wir irgendwo einen Gegner gefunden. Man muss ihn ja irgendwie anvisieren und dann schießen. Also die Mechaniken sind da aus dem zweiten Battlefront-Teil schon viel, viel besser. Und man kann ja auch noch irgendwie... Genau, man konnte hier auch immer noch so Power-Ups einsammeln. Hier habe ich jetzt irgendwie ein paar Tai-Yak-Bomber, die für mich kämpfen. Und man kann hier irgendwelche Power-Ups einsammeln, die dann irgendwie die Abklingzeiten oder sowas verbessern. Und dann konnte man richtig abgehen hier. Vor allem hier mit der dritten Fähigkeit, die einem kurzzeitig richtig viel Schaden gibt und man die richtig wegmetzeln kann. Oha, da haben wir ja schon Millennium Falcon und ich bin tot. Das Spiel ist natürlich nicht voll, wir haben es gerade so geschafft, den Server zu starten. Vielleicht füllt sich das gleich noch oder so, aber zumindest sind die Teams sehr ausgeglichen. Das ist ja das was zählt. So, der Millennium Falcon kassiert jetzt mal schön Schaden von mir. Man kann hier halt eben in der ersten Phase ja sowieso nicht allzu viel machen, weil die erste Phase für die Angreifer hier ziemlich einfach ist. Ist ja auch gut so, damit es halt eben garantiert ist, dass es immer bis zur nächsten Phase weitergeht. Abklingzeiten sind kürzer. Genau, wenn man hier irgendwie drei von diesen eingesammelt hatte, konnte man die dritte Fähigkeit fast ununterbrochen einsetzen. Das war immer richtig krass. Ich muss mir immer aufpassen, dass man da nicht... Das war knapp. Nicht dagegen fliegt. Leben füllt sich hier auch nicht bei Fahrzeugen auf. Da könnte sich Battlefront 2 ruhig mal eine Scheibe abschneiden. Und ja, gehen wir nochmal auf den Millennium Falcon. Jetzt hat er sein Schild aktiviert. Und wir warten jetzt auf den Moment, wo er das Schild verliert und benutzen dann Fähigkeit 3. Und besiegen ihn. Nice. Ja, es sind drei Schüsse ungefähr. Die reichen dann schon aus, den Gegner zu besiegen. Wir sammeln jetzt nochmal hier das dritte Abklingzeit Power-Up ein. So, zack. Und da müsste es von den Abklingzeiten eigentlich fast gar keine mehr geben. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch KI gibt, die man hier zerstören kann. Ich meine in dem Modus hier nicht. Aber im normalen Sternjäger-Modus, den es da so gibt. Ich bin aber jetzt schon richtig auf die zweite Phase gespannt. Also ich habe Todesstern seit... Ja, über 3 Jahren, glaube ich, nicht mehr gespielt. Ja, deswegen freue ich mich gerade richtig darauf. Ich finde natürlich in der zweiten Phase auch cool, dass man so gesehen auf egal welche Seite man spielt, egal ob man als Angreifer oder Verteidiger spielt, man spawnt mal auf beiden Seiten von der Map. Zu Beginn spawnen wir ja bei R2-D2 und verteidigen den, und sobald die zum ersten Mal R2-D2 aktiviert haben, spawnen wir bei dem Schiff ganz auf der anderen Seite, wo die vorher mit gelandet sind. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und da kann ich mich noch daran erinnern, da kommen Erinnerungen hoch, wenn ich daran denke, die ganzen überkrassen Spawn-Kills mit Bossk.
Und da bin ich auch schuldig, das habe ich auch öfters mal gemacht, einfach nur, weil es einfach komplett abging und man dann am Ende mit über 200 Kills oder sowas rauskam. Das musste man meiner Meinung nach einfach zumindest einmal miterlebt haben. Natürlich war es für die andere Seite dann immer total scheiße, weil die überhaupt nichts machen konnten. Ah krass, und hier gab es ja dann auch noch diese... das wollte ich gar nicht. Dieser Ausweichmanöver. Jetzt muss ich die Pickups erst wieder von neu aufsammeln. Das ist noch eins, das haben wir noch schnell ein, dann geht's zurück in den Kampf wieder. So. Schauen wir mal. Ah, die müssen ja auch unten das noch zerstören. Dann fliegen wir mal hier lang. So, und... ah, hat er aber Glück gehabt, dass er hier rechtzeitig... und raus hier. Ah, ja, ich hatte ja sowieso noch ganz wenig Leben. Also ich hoffe natürlich eigentlich, dass wir... also in die nächste Phase kommen wir auf jeden Fall. Aber die Gegner sind jetzt nicht die besten, sage ich einfach mal so. Die haben jetzt nur 3 Minuten Zeit. Und ich hoffe, dass wir in die dritte Phase reinkommen, denn das war auch immer richtig nice. Auch wenn wir jetzt zumindest nicht auf der... die Rebellenseite war da immer cooler, wenn man da dann den Trench Run machen musste. Das war eigentlich eine richtig nice Spielidee. Richtig cool. Was fällt dem ein? Ah, das ist die KI. Ah, okay, dann gibt es die KI, gibt es halt eben dann nur, wenn man dieses Pickup dann einsammelt für denjenigen, der das dann aktiviert bekommen hat. Aber komm, die sollen jetzt mal hier, ich glaube, ich zerstöre die jetzt nicht mehr. Ich will auf jeden Fall in die nächste Phase kommen. Deswegen sollen die mal hier welche von uns killen, bitte. Es ist halt eben blöd von DICE gewesen, dass die... hallo, hier bin ich, töte mich mal. War halt eben blöd gewesen von... wow, der hat die eingesammelt, die sind direkt gestorben. Ist halt eben blöd von DICE gewesen, dass die damals nicht noch irgendwie so einen finalen Patch rausgebracht haben. Wo die zum Beispiel die wichtigsten Sachen einfach nochmal genervt haben. Und ich glaube, das wäre ja nicht einfach... allzu viel Aufwand gewesen, ein paar Werte einfach zu ändern. Ich weiß nicht, ob es wirklich so einfach bei ihnen ist oder nicht. So, nice, jetzt greifen die Y-Wings wieder an. Da hätte man zum Beispiel im finalen Patch, hätte man dann zum Beispiel den EE4 nerven können. Bosk, Chewbacca vor allem. Hier zum Beispiel den TIE Interceptor. So, das sollten wir jetzt schaffen. Kommt schon, Leute. Ihr habt nur noch eine Minute Zeit, ihr schafft das sonst nicht mehr. Jawohl, hier, der Millennium Falcon, der kann mal viel Damage machen. Komm schon, mich helfen. Nice. Geschafft. So, jetzt weiß ich gar nicht, welche Waffe ich ausrüsten soll. Nehmen wir einfach den, EE3 erstmal. Ah, der Todesstern. Nice. Ja, was macht der denn? Hier läuft er mit dem Jetpack hier rum. Shit. Ja, klar. Der stand voll in meinen Granaten, aber kriegt keinen Schaden oder was? Da sehe ich ein Helden-Pickup. Das wird meins. Lass mich durch, öffne dich doch schneller, Tür. Und ich werde nicht widerstehen können. Ich muss ihn hier nehmen.
einzig wahren Bosk. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt direkt hier sterbe. Da hat jemand einen richtigen Konter schon. Alter, wie lange dauert das denn hier? Und ich... warte jetzt hier auf meine Fähigkeiten, denn sonst habe ich ein bisschen Angst vor... vor Luke. Kommt der? Er kommt. Okay, da kommen schon die ersten Multikills an. Aber die sollen natürlich es eigentlich schaffen, hier R2-D2 zu befreien. Ich will mich eigentlich jetzt nur um Luke kümmern. Scheint mir auch low zu sein. Der traut sich nicht wirklich hier hin. Ich tue mal kurz hier. Es wird ein bisschen anstrengend, das ständig hier zu benutzen. Da hat er Glück gehabt, dass sich die Tür noch geschlossen hat. Kann ich weg. Dass das Wegrollen hier nicht gibt, ist echt scheiße. Jetzt haben die noch einen Held bekommen. Leute, das wird nichts. Zumindest nicht mit dem Spawn-Killen. Ich habe ja den 20 Leben. Sehr gut, einer hat einen Namen für mich getötet. Komm, sie sollen auf wenigstens, danke für die Bagda. Für das Bagda meine ich. Komm schon, die sollen auf wenigstens hier das doch mal schaffen. Assist nur. Komm schon, ich lasse sie das machen. Jawohl, sie haben es geschafft. Jetzt nur vorsichtig genug sein. Und raus hier, komm schon, sterbt alle. Bagda! Ja. Komm schon, kann mir einer vielleicht Bagda geben? Das wäre richtig nett. Ich weiß, ich habe gesagt bei der letzten Folge, das ist die beste, bisher beste Runde, aber diese Runde hier toppt das Ganze nochmal bei weitem. Und jetzt haben wir auch noch Darth Vader. Das Problem ist halt eben gewesen, dass die ihre zwei Helden total verschwendet haben und jetzt wahrscheinlich zum Helden-Pickup gar nicht mehr dahin kommen. Das ist irgendwo da hinten und die kommen gar nicht dahin, weil wir die direkt killen.
Und eigentlich möchte ich jetzt ungern hier Spawn killen. Komm, den lassen wir. Der soll das machen. Der soll sich das Pickup holen. Oh, 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 er ist Chewbacca geworden. Wir müssen jetzt vorsichtig spielen. Wir haben Krennic und Darth Vader noch mit vollem Leben und ich ergatter mir hier langsam das Leben zurück. Der arme Chewbacca. Und das war's mit Chewbacca ist tot. Jetzt haben die kaum noch eine Chance, irgendwie hier was zu machen. Ja, so ist das eben. Ja, eigentlich möchte ich das hier gar nicht machen. Spawn killen meine ich. Weil das schon einfach extrem mies ist. Vor allem auch, da kriegt man nach Jahren, also für die Gegner, jetzt kriegen die nach Jahren endlich mal ein DLC Todesstern-Match. Und dann werden, das ist genauso wie früher und die werden direkt gespawn-killed. Naja. Aber ist vielleicht cool, das so jedenfalls zuzugucken. Einfach Krennic mit Doppelschild. Die werden direkt weg. Weggegiftet. Und schön, Dioxus geht durch die Wand bei mir. Ah, das ist doch mies für die. Ja. Vor allem haben die ja gar keine Chance. Die kommen hier nicht mehr raus. Das ist das, was ich eben angesprochen habe. Dieses Spawn-Killen. Oh, Direktor Krennic ist tot. Ich bin der einzige Held, der hier noch lebt. Ja, okay, ich kann noch mein Leben zurückregenerieren. Das ist. Hat damit auch was zu tun. Aber komm. Ich ziehe mich mal kurz zurück. Die haben noch eine Minute Zeit. Die sollen hier mal ein bisschen. Bisschen vielleicht mal übernehmen. Kommt Leute, ich tue euch doch nichts. Lauft doch nicht zu mir. Ach, oh. Alter, ich bin direkt bei deren Spawn wieder gelandet. Ich dachte, ich wäre irgendwo hier hinten, dachte ich. Sorry, Leute. Ach komm, wir sind noch 30 Sekunden, gehen wir jetzt all in. Haben die eben jetzt davon. Wo ist der Typ hin? Ist er tot? Ja, Bosk ist schon Beast. Und da ist der Sieg. 53-5. Für mich war es definitiv ein GG und ich hoffe, euch hat es auch genauso viel Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Let's Play Folge. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.